So, schönen Nachmittag alle zusammen. Hören wir alle da hinten? Sind alle des Steirischen mächtig oder halbwegs? Passt, wunderbar. Mein Name ist Hans-Jürgen Schönig, Hans Reicht. Ich mache seit so ungefähr 18 Jahren Vollzeit Postgres. Das deckt sich mit lebenslänglich. Ne? Und das Thema heuer ist Postgres, Hochverfügbarkeit, Cluster und so weiter. Also einfach Dinge, die im Prinzip so Allerweltsthema, das jeden irgendwie betrifft oder auch nicht. Nicht? Also wie kann man das machen? Welche Möglichkeiten gibt es? Vielleicht eine kleine Demo am Schluss, je nachdem, wie wir in der Zeit liegen, dann welche Möglichkeiten, dass wir da halt haben. Gut, Frage in die Runde: Wer hat Postgres im Einsatz? Hand hoch. Wer nicht? Warum? War Frage jetzt. Also. Okay, na kein Problem. Soll ja vorkommen. Also es gibt Ungläubige, glaube ich, ist der moderne Begriff. Ne? Gut, Postgres Hochverfügbarkeit. Ich frage einmal so dezent in die Runde. Größte Postgres Database im Raum. Werft einmal ein paar Zahlen um euch. 17 Gig? Wer bietet mehr? Das ist schwach, Leute. 17 Gig ist schwach. Okay, na gut, tut dir nichts zur Sache. Wie gesagt, das Thema heuer Hochverfügbarkeit. Welche Möglichkeiten gibt es? Ich habe heuer dieses Thema eingereicht, weil es in dem Bereich einfach enorm viel getan hat. Und das, glaube ich, ganz durchaus relevant ist, sich diese Sachen einmal ein bisschen anzuschauen, einmal ein bisschen durchzuüberlegen und sich mal einfach einmal ein paar Gedanken drüber zu machen. Vielleicht ein bisschen grundlegender und uns dann vielleicht im Rahmen von einer Demo ein bisschen anzuschauen, wie das wirklich dann geht. Nicht? Also das sollte eigentlich funktionieren. Ja? Das Ganze hat einen Untertitel. Wir werden gefilmt, das heißt, Scheiß auf Pacemaker darf ich nicht sagen. Gut, okay. Pacemaker, das ist der Grund für meine etwas überbordende Haarpracht und die grauen Haare, die da drauf sind. Also graue Haare sind die Vorstufe, gar keine Haare ist die nächste Stufe. Und da sind ungefähr 10 Jahre drinnen, ja? Also so was Lebenserwartung betrifft. Ne? Das heißt, wer hat Pacemaker im Einsatz? Ja, erzählt es mal einfach so ganz zwanglos drüber. Du hast noch Haare, ne? Also die fangen dann zu wachsen an, so krankhaftes Haarwachstum oder was ist das? Also, okay, gut. Das muss besser gehen, ja? Das muss besser gehen. Und zwar schauen wir mal an, im Rahmen dieser Veranstaltung, welche Möglichkeiten gibt es, welche Optionen habe ich, muss es Pacemaker sein, gibt es einen besseren Ansatz, welche Herausforderungen habe ich eigentlich? Und wie macht man das denn mit dem ganzen Failover und so weiter? Also wie bringt man das zielgerichtet auf die Reihe? So, jetzt ist es so, dass das gesamte Konzept basiert eigentlich, also die ganzen Überlegungen sollten eigentlich darauf basieren, dass man sich Gedanken macht, was habe ich überhaupt, was brauche ich überhaupt, worum geht es überhaupt? Also was ist das Ziel? Weil normalerweise ist es so, es schäbert das Telefon oder die Mailbox oder sonstiges und dann ist die Anforderung, wir brauchen Postgres, Clustering, etc. Wir brauchen Synchron Multimaster. Dann ist die erste Frage einmal, warum überhaupt? Ne? Also was willst du denn erreichen? Ne? Und manchmal ist es so, dass der Wille, also der Wunsch, der aus irgendwelchen Marketingpapierchen oder aus irgendwelchen Google-Ergebnissen sich ergibt, nicht notwendigerweise der ist, der in der Realität ein Gegenstück hat. Nicht? Also das ist so ungefähr, wie wenn du in eine Fertigteilhaussiedlung gehst. Nicht? Da steht irgendwo da ein Hadelhaus, 99.000 Euro und dann gehst du rein und dann kommst du auf einmal drauf, hey, eigentlich sind wir bei einer halben Mille. Nicht? Ja? Also da konfliktet dann meistens ein bisschen die Realität mit den echten Möglichkeiten. Nicht? Und das ist in diesem ganzen Clusterumfeld, diese ganzen Verteilungssache, verteilte Datenbanken und so weiter, ist das ein ganz ein echtes Thema. Nicht? Also red mit deinem NoSQL-Vertrauten deiner Wahl und frage ihn, ob er mit Inkonsistenzen leben kann. Wird die Antwort ja sein, das ist uns wurscht? Na, wird sie nicht sein. Natürlich muss das konsistent sein. Ne? Natürlich möchte er auch das und das möchte er auch noch. Ne? Und das sind dann meistens Sachen,
diametrically opposed, glaube ich, ist das englische Wort, die einfach in einem logischen Konflikt zueinander stehen, die du an sich aus logischen Überlegungen einfach nicht bringen kannst. Ne? Das heißt, wenn wir jetzt dieses ganze Thema Cluster und so weiter angehen, möchte ich vorher einfach wirklich noch einmal einen Schritt zurückgehen und einfach einmal ein paar theoretische Überlegungen anstellen. Wem ist das CAP-Theorem ein Begriff? Hand hoch. Wem ist überhaupt kein Begriff? Der Rest wahrscheinlich, ne? Naja, das ist eine der wichtigsten Überlegungen aus meiner persönlichen Sicht. Ich meine, man kann natürlich verschieden an die Dinge herantreten, aber es ist aus meiner Sicht eine ganz wesentliche Überlegung. Nämlich CAP heißt, es gibt drei Sachen, die man erreichen kann. Also wir können sein konsistent, das heißt, wir zwei haben dieselben Daten. Ja? Wir können sein verfügbar, das heißt, wir reden überhaupt mit euch, nicht? Also nie sprichst du mit uns. Nicht? Beziehungsweise ich kann sein partition tolerant, auf Steirisch gesagt, mir ist wurscht, wenn der andere weg ist jetzt. Nicht? Das ist das CAP-Theorem, das heißt, wir können zur selben Zeit, wir müssen zur selben Zeit dieselben Daten haben, selbe Zeit heißt Commit bitte, ja, alles was zwischen Commit ist interessiert kann. Das heißt, Commit ist glaube ich ein Begriff, ne? Und Availability heißt, dass wir beispielsweise auf einen Schreibvorgang eine Antwort geben, also was ich sage, wir machen Insert und da kommt echt was zurück, ne? Und Partition Tolerance heißt eben, dass wenn wir jetzt zu zweit das spielen, dass ich erlaube, dass einer nicht da ist, ja? Das ist einmal so die grundlegende Überlegung. Warum ist das so wichtig? Weil die gute Nachricht ist, ich kann alle drei Dinge erreichen. Die schlechte Nachricht ist, wenn wir das jetzt zu zweit spielen, nur zwei auf einmal. Daher kommt diese ganze NoSQL-Überlegung. Jetzt denken wir mal kurz scharf drüber nach. Wenn wir zwar dieselben Daten haben müssen, ja, Commit, wir müssen beide dieselben Daten haben, wir müssen konsistent sein und ich bin verfügbar, ich bin available und ich füge jetzt bei ihm was ein, dann tue ich mir enorm schwer, wenn er nicht da ist. Nicht? Ich kann nämlich die Konsistenz nicht gewährleisten. Ich kann nicht sagen, scheiß drauf, er ist nicht da, wir sind konsistent. Nicht? Geht sich nicht aus. Nicht? Das heißt, in dem Moment, wo ich Konsistenz fordere, muss er da sein oder wir reden nicht mit euch. Wenn ich das Insert nicht annehme, ist auch recht. Nicht? Wenn ich jetzt Inkonsistenz erlaube, das heißt, ich darf vor ihm sein oder was auch immer, also nicht ident, nicht? Dann ist mir wurscht, wenn er nicht da ist. Naja, ich akzeptiere die Daten, er ist nicht da, wird schon wieder kommen. Nicht? Nennt sich dann eventually consistent. Nicht? Führt natürlich dazu, dass wenn du bei mir eine Abfrage stellst oder bei ihm eine Abfrage stellst, kann sein, dass was anderes rauskommt. Nicht? Aber du wirst es nicht schaffen, ja, in so einem System, dass du alle drei Dinge gleichzeitig befriedigst. Nicht? Und jetzt kommt schon das erste Problem. Jetzt Shepherds Telefon. Da hat jemand gelesen, irgendwo, berechtigterweise oder auch nicht, ja, da gibt es da diese ganz tollen Multimaster-synchronen Sachen. Nicht? Und dann stelle ich die Frage, was wollen Sie denn erreichen? Oder was willst du erreichen, je nachdem. Nicht? Und er sagt dann, Verfügbarkeit. Und das spießt sich dann so ein bisschen. Nicht? Wenn ich synchron sein muss, heißt dieselben Daten, und ich möchte verfügbar sein, heißt, ich muss mit dem reden, das ist ungut. Ja? Und dann heißt aber, dass der Typ da sein muss, der andere Rechner. Das heißt, eigentlich habe ich genau das Gegenteil erreicht. Okay? Das heißt, jetzt abhängig davon, auf was ich verzichten kann, muss ich unterschiedliche Technik verwenden. Ja? Das heißt, wenn es um Verfügbarkeit geht, dann muss ich halt partition tolerant sein. Ne? Und dann kann ich mir zwei Sachen überlegen. Naja, dann bleibt nicht mehr viel über. Ne? Das heißt, ja, ist klar, worum es geht. Ja? Das heißt, das sind jetzt nicht irgendwelche Postgres-spezifischen Überlegungen, das hat damit überhaupt nichts zu tun. Ja? Das sind logische Überlegungen, wenn wir da miteinander reden, was wir da tun können. Ne? Jetzt kann ich natürlich hergehen und sagen, okay, wir spielen das nicht zu zweit, wir spielen zu dritt. Ja? Jetzt akzeptiere ich halt, dass einer nicht da ist, aber der andere muss immer noch da sein. Ne? Dann habe ich halt einen synchronen... Dann habe ich halt einen synchronen und einen asynchronen. Nicht? Das ist auch recht. Nicht? Aber prinzipiell, wenn ich jetzt im... kurze Reparatur. Ist immer noch hübsch, oder? Ja. Dankeschön.
besser. Super, danke. Das heißt, ich muss mir jetzt im Prinzip überlegen, wo kann ich darauf verzichten, beziehungsweise wie groß muss mein System sein? Ich habe mir das jetzt überlegt mit zwei Maschinen und offensichtlich gibt es da logische Einschränkungen. Ne? Das heißt, wenn ich jetzt natürlich mehr Maschinen zur Verfügung habe, ändern sich die Dinge schon. Ne? Aber ich kann nicht sagen, ich habe eine Maschine und brauche Hochverfügbarkeit. Geht sich nicht aus. Ne? Da habe ich meinen Fall gehabt, da habe ich meinen Anschiss gekriegt, war super. Ja, Sie brauchen da komplett die ganze Hardware noch einmal? Dann steht ja die Hälfte immer dumm, nicht? Also ein Hochverfügbarkeitscluster mit einer Maschine war der Request, nicht? Und dann hat er mich angeschissen, weil ich dann eine zweite Hardware brauche, also mindestens, nicht? Eher noch drei, nicht? Ja, was tut denn der? Brauche ich nicht, nicht? Da habe ich genug Kapazität, jetzt steht da der ganze Server umeinander, nicht? Also solche Ideen kommen da teilweise und das geht sich halt nicht aus. Nicht? Das heißt, man muss quasi diese Dinge sich wirklich ein bisschen überlegen, was möchte ich erreichen und was ist prinzipiell machbar. Gibt es da irgendwelche Fragen in diese Richtung? Wie gesagt, normalerweise denkt man da nicht so drüber nach. Aus diesem Dunstkreis kommt diese ganze NoSQL-Geschichte. Ja? Wenn du jetzt auf 100 Sachen verteilen willst, dann bist du halt eventuell konsistent, weil es nicht anders geht. Weil eine Antwort musst geben, auf irgendwen verzichten musst auch, also kannst nur inkonsistent sein. Also wird schon wieder auf Dauer. Aber zwischenzeitlich kann ich inkonsistent sein, weil es nicht anders geht, einfach in diesem Sinne. Okay? Gibt es da irgendwelche Bemerkungen, Beschwerden, Fragen, Sonstiges? Ist, glaube ich, halbwegs klar. Ne? Das ist jetzt kein Rocket Science, aber man muss einmal in seinem Leben, glaube ich, darüber nachgedacht haben, dann wird es schon. So. Also wie gesagt, wie ich bereits erwähnt habe, ich muss bereit sein, irgendwo auf irgendeiner Sache quasi mir zu überlegen, wo ist mein Kompromiss, wo möchte ich hin und dann kann ich mir eben einfach die Lösung überlegen, die in diesem Sinne Sinn macht. Da gibt es eh nur eine Handvoll Möglichkeiten, die man sinnvollerweise geht, aber die unterscheiden sich halt teilweise grundlegend voneinander. Ne? Und die typische Frage ist, wir wollen synchrone Low-Latency-Replikation zwischen Kabul und Chicago, ne? Jetzt ich bin mir nicht sicher, ich war noch nie in Kabul, aber ich kann mir vorstellen, dass die Internetleitung dort echt scheiße ist. Ja. Das heißt, es wird sie. Bitte? Wirklich? Ich weiß nicht, ich war noch nie dort. Also ich habe da nicht so das Bedürfnis, dort hinzufahren. Ja. Also Steinigung, nicht so meins. Also. Bitte? Dafür Bandbreite, gut, Steinigung oder Bandbreite. Nicht? Gut, das ist ja. Sag, muss ich vielleicht nochmal drüber nachdenken. wie war das? Wer keine Bandbreite hat, werfe den ersten Stein. Wer ohne Bandbreite ist, werfe den ersten Stein, müsste es dann sein. Gut, okay. Das heißt, im nächsten Schritt reden wir mal über typische Postgres-Features. Da ist die Sache so. Aus meiner Sicht, es möge falsch sein, aber aus meinem Wissensstand her ist es so, dass jede moderne, ernstzunehmende Database in irgendeiner Form sowas wie ein Transaction Log hat, im relationalen Bereich zumindest. Das heißt, die Idee dahinter ist die, dass ich kann jetzt, nehmen wir an, ich mache ein Insert, 1, 2, 3, 4, ich kann das nicht direkt ins Datafile schreiben. Nehmen wir an, ich schreibe da die erste Reihe, ne? Sich, erste Reihe, schreibe eine, 1, 2, 3, 4, 5. Ich kann nicht direkt ins Datafile schreiben, weil wenn man nach drei Einträgen die Kiste verregt, dann habe ich quasi eine inkonsistente Row, unvollständig. Keine Index-Einträge, keine, weiß ich nicht, Foreign Keys möglicherweise nicht erfüllt, was auch immer. Das heißt, ich muss davon ausgehen, in jedem ernstzunehmenden System, dass ich zu einem beliebigen Zeitpunkt den Stecker ziehen kann. Okay? Und wenn ich jetzt zu einem beliebigen Zeitpunkt den Stecker ziehen kann, sowas wie atomare I.O. ist ja quasi nicht vorhanden. Nicht? Also ich kann mich jetzt nicht darauf verlassen, dass wenn ich da jetzt einen langen Datensatz schreibe, dass das ganz aus der runter geht. Das ist ja mit 5 Index-Einträgen und 10 Verweisen. Nicht? Kann mich darauf verlassen. Das heißt, was ich machen muss, ist, ich muss, bevor ich ins Datafile schreibe, alle Änderungen mitprotokollieren und im Crash-Fall kann ich das Datafile immer aus dem Log wiederherstellen, also quasi korrigieren und konsistent machen. Sonst passieren solche unguten Dinge wie, soll ich Implementierungen geben, da steht dann dort, Row Count has changed. Ne? Und das ist nicht so cool, wenn Row Count has changed.
auf deinem Erbschaftsbescheid. Ja? Ist nicht so cool. Das heißt, jede ernstzunehmende Database hat eben eine Form von Transaktionslog, Redo oder wie auch immer man das nennt, wo im Prinzip die Änderungen protokolliert werden. Update darf nicht überschreiben, sonst wird Rollback nicht funktionieren und solche Sachen. Das heißt, ich habe in gewisser Weise immer dieses Änderungslog. Und was ich jetzt tun kann, ist, ich kann diesen Strom an Änderungen jetzt verwenden, um quasi mir Replikat aufzubauen. Also bei mir kommen die Änderungen rein, er ist mein Replikat, das heißt, ich kann alle binären Änderungen, die bei mir passieren, bei ihm einspielen. Warum kann ich nicht auf beiden Seiten dasselbe SQL einspielen? Warum kommt da nicht dasselbe raus? Hat jemand eine schlaue Idee? Also warum nicht einfach auf beiden Seiten dasselbe SQL? Ja, das kann nicht gehen. Ich gebe euch ein Beispiel. Ich sage delete where x kleiner random. Also delete x kleiner random. Jetzt ist hoffentlich bei ihm random anders, nicht? Und das wäre dann schon so eine kleine beschissene Inkonsistenz. Ne? Oder ich schaue auf die Uhr. Also ich insert now, ja, wie spät ist es bei mir, ist davon auszugehen, dass bei ihm nicht so spät ist. Das wird sich unterscheiden, ne? Zumindest um ein paar Millionstel Sekunden. Das heißt, selbes SQL auf Serverseite eingespielt heißt nicht dasselbe. Es ist nicht einmal dann garantiert dasselbe, wenn ich jetzt delete kleiner random, wenn ich das random durch ein Zahl ersetze. Also nicht einmal dann ist garantiert immer dasselbe. Ja? So Race Conditions und so Blödheiten. Ja? Das heißt, das geht nicht. Ja? Also es ist ein einfacher, naheliegender Gedanke, aber das spürt sich einfach nicht. Okay? Das heißt, ich muss das Ganze auf binärer Ebene übertragen, dass ich sage, keine Ahnung, er kriegt von mir die Anweisung, im 57.300. Block drehst du das siebte Byte um. Ja? Das kann ich tun, das ist okay. Okay. Und das verwendet man normalerweise im Postgres-Umfeld für diese ganze Replikation. Ich habe einen Master, der hat korrekte, realisierte, gecheckte Änderungen und quasi die binären Auswirkungen dieser Änderungen landen dann auf irgendwelchen Maschinen im Cluster, um die hochzusynken oder was auch immer zu tun. Ja? Also das ist da einmal die Grundidee dahinter. Gibt es da Fragen dazu oder ist das halbwegs klar? Das ist jetzt nicht unbedingt hohe Rocket Science. Ja? So, und da gibt es jetzt Folgendes. Ich habe jetzt die Möglichkeit zu sagen, entweder ich gehe synchron oder ich gehe asynchron. Asynchron heißt, ich committe, die Änderungen laufen über die Leitung. Und das Commit auf der zweiten Seite passiert jetzt nicht nötigerweise zusammen mit dem Commit auf der ersten Seite. Okay? Das heißt, ich habe jetzt quasi eine Zeitdifferenz zwischen meinem Master-Commit und meinen Slave-Commits. Das heißt, theoretisch hätte ich im Crash-Fall diese kurze paar Millisekunden theoretisch Zeitverlust, also Datenverlust. Natürlich scheiße. Folglich gibt es die Variante, synchron zu replizieren. Und da ist es in Postgres so, dass ich sagen kann, okay, ich kann, wenn ich jetzt sage, Begin Insert Commit, ja, kann ich sagen, okay, die Transaktion gilt erst dann, wenn sie mindestens von zwei Maschinen bestätigt worden ist. Da kann ich jetzt sagen, 4 von 7, 3 von 9, 8 von 9, ja, dass ich kann jetzt sagen, wie viele Maschinen benötige ich, damit der Commit gilt. Normalerweise asynchron eine, ich, nicht? Und sogar da kann ich nachlässig sein. Bei synchron kann ich jetzt sagen, okay, das ist so eine Mixtur, dass ich sage, okay, ich habe in der ersten Reihe 5 Server, ich committe eine Transaktion, es reicht mir, wenn 3 davon synchron sind. Das ist nämlich nicht ganz irrelevant. Weißt du, stell dir vor, du hast 5 Server, alle müssen synchron sein. Also du hast der Database gesagt, ein Commit gilt dann, wenn es von 5 Servern geschrieben worden ist. Jetzt habe ich aber nur 5 und einer wird kaputt. Was mache ich denn dann? Da gibt es jetzt zwei Denkweisen. Die eine Denkweise ist, eh wurscht, nicht? Kind kaputt, machst du Neues. Nicht? Eine Denkweise. Nicht? Die zweite Denkweise ist, meine Transaktion ist so wichtig, dass ich möchte, dass hier 5 Server geschrieben worden ist. Jetzt sind aber keine 5 da. Also was Postgres tut, er verzichtet auf das A, auf die Availability und sagt, ich committe dir diese Transaktion erst, wenn der blöde Admin mir den 5. Server hinstellt. Okay? Das heißt aber auch, dass synchrone Replikation
sinnvollerweise mit drei Maschinen passiert. Weil, wenn ich die Verfügbarkeit halten möchte und wir sind nur zu zweit und die Anweisung ist, mindestens zwei Maschinen müssen die Transaktion bestätigen, weil es so wichtig ist und er ist weg, dann macht man nicht einfach, dann machen wir halt weiter. Nicht? Dann machen wir so lange weiter, bis der Admin in 5 Wochen mitkriegt, dass es irgendein Problem gibt, dann ist blöderweise noch ein Disk kaputt und dann ist alles beim Teufel. Nicht? Also dieses Toleranzniveau auf dieser Ebene ist mir unverständlich. Also wenn ich sage, wenn ich den Overhead eingehe, dass ich eine Transaktion erst committe, wenn 2 Maschinen da sind, das ist die Anweisung, und dann eh wurscht. Ne? Also das ist ein bisschen heute für philosophisch bedenklich. Nicht? Das ist wie wenn, wir haben im Klo runterlassen, aber hat nicht funktioniert. Bist schon angefressen irgendwann, ne? Also das stinkt dann irgendwie, meiner Meinung nach. Nicht? Also das ist nicht so ideal. Das heißt, Toleranz ist da ein bisschen der falsche Weg. Nicht? Das ist wie wenn, den habe ich erschossen, aber eh fast nicht getroffen. Fast nicht getroffen ist ein Kopfschuss. Gell? Das heißt, das funktioniert nicht. Das heißt, synchrone Replikation geht man an der Stelle sinnvollerweise mit 3 Maschinen. Ja? Postgres kann das auch mit 2. Nehmen wir an. Beginn Insert, er bricht weg, dann kommt's Commit. Dann hängt mein Commit, bis wieder eine 2. Maschine da ist. Jetzt hat Postgres die wunderbare Eigenschaft, dass ich hergehen kann und sagen kann, ich kann während der Transaktion, also während dem Commit, noch die Güte des Commits ändern. Ich kann jetzt sagen, okay, er bricht weg, meine Transaktion hängt, jetzt kann ich unterwegs noch das Synchronisationsniveau umstellen und sagen, okay, mir gehen die Maschinen aus, alles gut, ist doch okay, nur mit 1. Ich kann das, Postgres kann das. Der hängt im Commit, weil die Gegenstelle fehlt. Jetzt kann ich erstens hergehen und die Maschine ersetzen, dass ich kann sagen, Shutdown, neuer Server und dann quasi committe ich mit einer anderen Gegenstelle. Das geht. Und ich kann während dem Commit auch sagen, okay, ja, war nicht so gemeint, ist okay. Ja? Das geht auch. Das heißt, Postgres hat diese Eigenschaft, dass er quasi während der Transaktion, also während dem Commit sogar noch, die Gegenstelle ändern kann und quasi Synchronisationsniveau ändern kann. Aber sinnvollerweise mit 3 Stück. Gibt es da Fragen dazu? Ist, glaube ich, okay. Ne? So. Jetzt ist es so, dass synchrone Replikation natürlich eine Spur teurer ist wie asynchron, weil da muss jemand mit mir reden. Nicht? Und das dauert meistens. Nicht? Das heißt, man muss das Ganze jetzt, synchrone, asynchrone Replikation, nicht so global sehen. Ich kann sagen, okay, die eine Transaktion soll synchron sein, die andere nicht. Da schreibe ich irgendwelche Log-Einträge, ist mir wurscht, soll schnell sein. Nicht? Und die Transaktion ist aber wichtig, weil da buchen wir Spendernieren, die dürfen langsamer sein und die sind synchron. Das heißt, ich kann zwar das ganze System synchron konfigurieren, kann aber in diesem Zusammenhang tolerant werden und sagen, okay, das ist schnell und das ist gut. Das heißt, das ist keine globale Sache, das kann ich quasi on the fly, ich kann sagen, der User ist synchron, der ist asynchron, die Database ist synchron, die auch, der braucht 3, der braucht 2, das kann ich alles machen, ja. Also ich kann da quasi Performance-Management betreiben und mir für jede Einzeltransaktion überlegen, wie gut ist die. Da gibt es 6 verschiedene Modi. Ich kann sagen, Diskflash auf beiden, nur Diskflash auf einem, nur lokal, nur dort, gar nicht. Ja. Also das kann ich mir ziemlich gut überlegen, was Commit eigentlich bedeutet. Gibt es Fragen zu... Ja, bitte. Ja. Nein. Ah, ist nicht unlustig. Nehmen wir an, ich bin synchron, du nicht. Wenn ich synchron bin und du nicht und du bist vor mir, also Commit heißt, ich flashe das Transaction Log bis zu diesem Punkt. Das heißt, ich flashe die eigentlich mit. Es ist nicht so, dass wir uns dann überholen können oder so. Ja? Quasi ich flashe die mit in diesem Sinne. In dem Moment, wo eine synchrone Transaktion committet, heißt es bis dorthin. Wenn du 15 asynchrone mitrutschen, ist okay. Ja? Gut, so, und jetzt ist eine ganz wichtige Überlegung, kann Postgres Hochverfügbarkeit, ist die Frage.
Und die Antwort ist, nein, ist nicht unser Job. Nicht wie, nicht euer Job. Ne? Das geht uns nichts an. Ne? Der Punkt ist das. Postgres ist Befehlsempfänger. Ja? Das heißt, wenn jetzt irgendwo in meinem Verbund irgendwelche Dinge ausfallen oder was auch immer, Postgres ist Befehlsempfänger. Das heißt, irgendjemand anderer kontrolliert dieses Service. Stop, Start, Rewind, Promote, wurscht. Also irgendwelche Sachen. Ja. Da gibt es irgendjemanden, der promote, der macht dieses Service. Das war traditionell die Sache, Pacemaker, Veritas, Windows Cluster, was auch immer. Ne? Also all diese ekelhaften Dinge, die Lebenszeit kosten. Ja. Das heißt, Postgres ist an dieser Stelle nur Befehlsempfänger. Dasselbe gilt mit den IP-Adressen. Das heißt, wenn wir zwar jetzt ein Cluster bilden und wir machen einen Failover und die IP-Adresse wandert drüber, damit die Applikation halt immer die gleiche IP sieht, dann ist das nicht Sache von Postgres, weil Postgres managt keine IPs. Sondern das ist Sache von irgendwem. Ja? In dem Fall von irgendeiner Cluster-Software, die diese Services steuert. Ja? Okay? Das ist ganz, ganz wichtig. Hat eigentlich mit der Database nichts zu tun. So gesehen. Und da traditionell kommt da heute mein Lieblingstool, Gott sei Dank, nicht mehr zum Einsatz. Das kann alles. Ja? Wenn da die Database stirbt, bitte da drüben das Filesystem mounten, da hinten dem Mail-Server IP-Adresse geben und da drüben bitte noch zwei Webserver umschieben und keine Ahnung. Kann alles. Ganz bestimmt. Habe ich aber nicht. Okay? Kann ganz sicher alles. Ist aber, also ist jetzt persönliche Meinung. Ja? Das hat nichts mit Fakten zu tun. Das ist jetzt meine persönliche Schädigung. Ja? Kann alles, ist folglich scheißkomplex. Fehlermeldungen sind grottig. Persönliche Meinung, ich finde es ekelhaft. Und es war traditionell immer so ein bisschen ein Moving Target. Ich habe noch nie ein Tutorial gefunden, das du auf irgendeiner Distro von vorn bis hinten durcharbeiten kannst, ohne dass du spätestens auf Seite 8 auf einen Fehler stolperst, den du noch nie gesehen hast. Okay? Das ist ein bisschen schwierig mit dem Zeug. Es ist schon besser geworden, aber in den letzten Jahren kannst du nicht davon ausgehen, dass du jetzt Pacemaker auf Debian, juhu, ich kenne mich aus, das Rettungssystem von dir. Ich meine, du fängst nicht wieder vorn an, ja, aber es wird beliebig Sache. Ja. Also persönliche Erfahrung. Also wir haben das jahrelang gemacht. Nie wieder. Okay? Das heißt, dieses Ding kann eigentlich ziemlich alles, aber einen Webserver zu failovern, ein Webserver ist stateless, der weiß nichts, der liefert Seiten aus, der kann nichts, der weiß nichts. Ja, ist einfach. Webserver Load Balancen. Das ist völlig wurscht, mit wem ich rede. Ja, ist überhaupt kein Problem. Ein Database ist der, also im Verhältnis jetzt, ja. Ein Database ist der Inbegriff von State. Ja. Das ist Zustand at its best. Ja. State, mehr stateful geht nicht. Ja. Okay? Das heißt, an dieser Stelle ist es viel, viel komplexer. Und das Problem an dieser Sache ist, auch wenn du es hinkriegst und es alles passt, die Kunden haben immer wieder ein bisschen das Problem gehabt, dass sie sich damit nicht wohlfühlen, weil sie irgendwie nicht das Gefühl gehabt haben, sie können da eingreifen. Ja. Das funktioniert, das tut, das ist perfekt, ja. Aber es war immer so ein bisschen das ungegute Gefühl, eigentlich kenne ich mich damit nicht aus, ich traue mich das nicht angreifen. Ja. Das ist obskur. Ja. Also die Kombination ausreichend Postgres-Wissen und ausreichend Pacemaker-Wissen ist halt eher eine rar gesäte Kunst. Ne. Das heißt, das, ich meine, geht es nur am Amt, ja, irgendwo in Deutschland, ne, der Vermessungsamt, ein Alter, der, was ganz viel wurscht, der ein Pacemaker ist, ja. Und jetzt hat der auf einmal so ein System dort stehen, ist hochverfügbar, folglich wichtig. So, jetzt hat er drum stehen, dass er nicht versteht. Ne? Das heißt, da ist Convenience Level relativ gering. Und das ist heute noch viel schlimmer wie die etwas komplexere Konfiguration, dass die Leute nicht verstehen, was dort steht und sich unwohl fühlen. Das ist unangenehm. Es hat einen Schuhhändler benötigt, um dieses Problem zu lösen. Es war nicht El Bandi, aber fast, Zalando. Das heißt, die Lösung ist, dass man hergegangen ist und speziell für Postgres, bitte, da gibt es mehrere Ansätze. Ich meine, das hat man, glaube ich, 20 Mal probiert. So wirklich fundamental, revolutionär gelöst hat es meiner Meinung nach nur die Zalando-Truppe. Ja, die haben da einen exzellenten Teamleiter, exzellente Entwickler, die haben das Open Source gestellt. Ja. Speziell für Postgres und funktioniert im Prinzip so,
ist enorm einfach zu bedienen, ist robust, ist weiterverwendbar. Und dieses Patroni-Zeugs basiert im Prinzip auf der Idee. Kein Pacemaker, weil wenn du 500 Cluster administrierst, willst du kein Pacemaker mit Stony von Remote-Abschaltung, willst du alles ganz sicher nicht, ja, in so einem Betrieb. Und das ist eigentlich die Idee dahinter. Das heißt, es gibt einen sogenannten Konsensalgorithmus. Nicht? Das ist ein bisschen wie Steuergesetzgebung. Wir beschließen demokratisch, dass er die Rechnung zahlt, nicht? Und wenn nicht, dreschen wir ihn. Nicht? Also so funktioniert Steuergesetzgebung, ja, im Wesentlichen. Das heißt, der Konsensalgorithmus sagt, wir vier beschließen demokratisch, dass der fünfte der Chef ist. Und in ein paar Sekunden wählen wir wieder. Nicht? Wer ist der Chef? Nicht? Sagen wir mal ich. Nicht? Alles gut, wählen wir wieder, wieder ich, ja, wählen wir wieder, wieder ich. Und wenn ich jetzt weg bin, ja, wählen wir wieder, dann wird halt er. Ne? Und so geht es weiter. Und wenn ich dann theoretisch wieder zurückkomme, dann weiß ich, ja, okay, ich muss mich da dahinter wieder einhängen. Ne? Das ist der Konsens dahinter. Das heißt, diese Dinge basieren quasi auf einem Konsensalgorithmus, der gelegentlich diese Wahl macht, wieder mit Mehrheiten und Co., wie man es halt kennt. Und diese Zustandsinformation in so einem Key-Value-Store ablegt. Das heißt, ich kann theoretisch sagen, ich habe da drüben meinen redundanten Key-Value-Store, ne, irgendeiner von diesen Dingen da, drei Stück von mir aus, und dort basiert der Konsensalgorithmus. Und auf den einzelnen Database-Knoten läuft dann dieser Patroni, der quasi diesen Konsens ausführt, ja, im Sinne von Postgres-Start, Postgres-Stop. Das ist jetzt nicht so abwegig von der Idee her. Der Punkt ist nur, es ist nur wesentlich einfacher, weil ich diese ganzen Resource-Scripts und das Zeugs nicht mehr brauche, weil es eben rein Postgres-spezifisch ist. Und folglich einfacher. Pacemaker ist für die ganze Welt, das ist für alles. Nicht? Ich habe nicht die ganze Welt, ich habe einen Database-Cluster. Okay? Das heißt, ich tue mir da wesentlich leichter damit. Gibt es da Fragen soweit? Irgendjemand hat sich bewegt, glaube ich, vorher? Das ist ganz komisch, aber schlafen schon, auf einmal bewegt sich einer. Das heißt, das ist der einfachste Fall von einem hochverfügbaren Postgres-Cluster. Ich starte diesen Key-Value-Store. Wenn ich mehrere gerne von diesen hätte, dann habe ich halt mehrere von denen, muss ich halt ein paar IP-Adressen anpassen. Es geht im Prinzip um IPs anpassen. Das gehen wir davon aus, in dem Moment, das da wäre jetzt ein Single Point of Failure. Ja, aber jetzt die. Diese ganzen Key-Value-Stores sind dafür ausgelegt, dass es mehrere geben kann. Ja? Also ich habe jetzt 10 HDs für 200 Database-Server und die reden sich das untereinander aus. Ja? Die klassische Cloud-Infrastruktur. Und jetzt sage ich Patroni Start und ich habe ein Config. In dieser Config steht drinnen, bei welchem Cluster spiele ich mit. Also ich bin jetzt im Cluster Graz und ich bin der Knoten 1. Und wo ist mein HD? Viel mehr muss ich nicht wissen. Okay, das war's. Ja. Das heißt, wenn ich die drei Zeilen abtippe, also wenn ich hergehe und sage Patroni, Cheat Clone, runter damit, und die drei Zeilen abtippe, habe ich einen replizierten Zwei-Knoten-Cluster. Fall einen runter, promotet sich der andere, startet ihn wieder, hängt er sich hinten ein und so weiter und so fort. Trenne ich das Netzwerk, demoten sich beide, damit es kein Split-Brain gibt und so weiter. Alles fix implementiert. Das ist die Config. Ja. Also Cheat Clone Patroni, also diese URL, dann ist das da bereits eine komplette, fertige Infrastruktur. Das heißt, du hast ein leeres Verzeichnis, der sieht, der Cluster ist leer, da ist keiner, macht der InitDB, fährt das Service hoch, zweite kommt dazu, sieht im Key-Value-Store, okay, da gibt es schon einen Master in meinem Cluster, zieht sich automatisch ein Base-Backup und zieht sich hoch. Im Hintergrund läuft diese Wahl, ja? Also quasi, wer ist gerade Chef und so weiter, krepiert die eine Kiste, übernimmt die andere. Das heißt, das Einzige, was da fehlt, um das Ganze wirklich hochverfügbar zu machen, ist eigentlich nur die Tatsache, dass ich von denen mehrere brauche. Und die können das, weil dafür sind die gebaut. Ja? Das ist eigentlich die Idee. Gibt es da eine Frage dahinter, dazu? Das ist, glaube ich, relativ klar. Hat das schon wer gesehen? Ja, die haben kein Failover, die sind alle gleich. Die haben einen Konsens. Ja? Also wir wissen jetzt, wir sind super. Ne? Und dann sage ich, hey, wir sind noch cooler. Und dann sagst du, ja, sind wir. Ne? Also quasi, wir,
wir scheren diese Information. Und alle paar Sekunden wählen wir halt quasi im Konsens, ob noch alles passt, nicht so sinngemäß. Also HD ist eine globale Sache. HD ist ein Key-Value-Store, das hat mit Postgres überhaupt nichts zu tun. Ja? Das hat mit Postgres überhaupt nichts zu tun. Das da ist rein für Postgres geschrieben. Der weiß, wie ziehe ich ein Base-Backup, wie ändere ich meine Config, wie demote ich mich, wie mache ich einen Rewind, wie mache ich, keine Ahnung, ein InitDB, also solche Dinge. Nicht? Wenn sie die Config ändert, wem muss ich das sagen? Also diese Dinge laufen in Patroni. Und das ist natürlich hochgradig Postgres-spezifisch. Nicht? Das ist der Vorteil. Das ist die Idee dahinter, dass das Postgres-spezifisch ist, weil du nichts konfigurieren musst. Du sagst dem, wie heiß ich? Also ich kann auch ein Diff herzeigen. Wie heiß ich? Wer bin ich? Die Sache ist durch. Ja? So, da stecken YAML-Files dahinter. Das heißt, in einem YAML-File sage ich drinnen, so viel Speicher, so viel was auch immer, so viel was auch immer, und der verteilt die Config im Cluster. Ja, das ist einmal relativ cool. Das zweite ist, Patronic kontrolliert den gesamten Cluster. Das heißt, wenn ich jetzt sage, zack, einer weg, alles gut. Ja. Wenn ich jetzt sage, Speicher ändert sich der überall. Ja. Also solche Sachen. Ich bin jetzt nicht mehr daran gebunden. Ich meine, Pacemaker, mehr Shared Buffers. Ja. Bedarf an Database Restart von jedem Knoten. Na, viel Spaß. Ne? Pacemaker runter, dann das ist Arsch. Ja. Das heißt, in dem Fall, da gibt es ein Interface, zack, gibt es ein REST-Interface dahinter, da sage ich mehr Speicher und das Zeugs weiß, was zu tun ist, weil es Postgres-spezifisch ist. Der weiß, die Variable braucht zum Neustart und die nicht. Das ist der Vorteil, das ist Postgres-spezifisch. Wenn ich jetzt im Pacemaker sage, ich brauche mehr Speicher, Shared Buffers und es braucht einen Neustart, na, das ist Hacke, ja? das ist eine echte Hacken, ne? Das ist jetzt nicht so, ne? Machen wir mal. Ne? In dem Fall ist das auch Aufruf beim REST-Service. Ne? Da gibt es ein Patronic-Control, ne? Zack, zack, Workmem, fertig, oder Shared Buffers, zack, und im Hintergrund passieren die Sachen und der Rest ist mir wurscht. Ja? Okay? Das ist der Vorteil dahinter. Wir haben noch eine Kleinigkeit dazu gebaut, kürzlich. Das ist die Konfiguration, die gesamte Konfiguration, die gesamte, vollständig. Ja? Eines Tools, das hängt sich in diesen diesen Konsensalgorithmus ein und zieht die IP-Adresse mit um. Es passiert ja ohnehin der Konsens, wer ist Chef und was auch immer, und er zieht die IP-Adresse mit dem Postgres-Cluster um. Warum? Was will ich? Ich will einen hochverfügbaren Postgres-Cluster. Ich will nicht den Mail-Server verschieben, weil da drüben ein Filesystem kracht. Ich habe einen Database-Server, das ist ein fettes, großes, ausgefressenes, Terabyte-großes Service, ja. Und da wandert die IP mit. Ich habe nicht die Dependency. Wenn der kaputt ist, dann muss ich den Samba-Share verschieben und irgendeinen Scheiß. Habe ich nicht. Ja? Gibt es nicht. Fertig. Ja? Postgres läuft in einem Unterverzeichnis, failed the Service, wandert die IP mit. Ende der Debatte. Ne? Das deckt 99% aller Fälle ab. Ja? Das ist die gesamte VIP-Manager-Config. Ich sage ihm im Prinzip, welche IP soll er haben, also das aktive Service, an welches Interface soll er es binden, wo ist mein Key-Value-Store? Das ist mein Cluster-Name und quasi er soll es immer dem Leader geben und das ist mein Host, wo ich laufe. Mehr muss ich nicht wissen. Und auch das werden wir noch vereinfachen, dass du das File gar nicht mehr brauchst. So, gut. Im Fehlerfall wird die IP umgezogen, der hängt sich da in den Konsensalgorithmus rein, im Wesentlichen genau das, was ich schon gesagt habe. Wir haben ein REST-Interface. Das heißt, wenn du das Ganze jetzt monitoren möchtest, gehst du her, gehst auf dieses REST-Interface, da gibt es ein JSON-Dokument, der sagt dir, wer ist das aktive Service, wo ist der, etc. Also kriegst du ein Interface, hast auf jedem Knoten. Automatisches Rewind. Wenn ein Server stirbt und kurzzeitig wiederkommt, kein Resync, macht nur mehr Rewind, dauert ein paar Sekunden. Ne? Es gibt fertige Container dafür, es gibt fertige Kubernetes-Operators dafür. Alles easy, alles leibend. Ja. War das eine Frage oder nur Bewegung? Nur Bewegung, okay, gut, ist okay. Die Mehrheit beschließt, das ist okay. Gut, ja, passt. Der Patch ist schon draußen. Es gibt einen Pull-Request auf GitHub, dass ich das Ganze auch ohne HD machen kann. Quasi ein Patroni, no data. Ja.
quasi, dass ich das ganze HD-Zeugs nicht mehr brauche, sondern dass ich nur mehr 3 Patronen start und einer davon ist quasi No Data oder 10 Patronen, ist ja furcht. Ja. Ist No Data, das heißt, ich habe nur mehr ein Service, ein Ding, alles fertig. Ja. Und auch da ist der Plan, da fertige VMs zu releasen, dass du nur mehr die VMs runterlädst, IP-Adressen eintippst und Sache ist durch. Ja. Das ist die Idee dahinter. Also nur Anfang, es wird noch einfacher. Gut, Fragen dazu fürs Erste? Ja. Ja. Ja, ich habe nur mehr 5 Minuten, darum beantworte ich es ganz schnell. Stell dir vor, wir sind alle in Graz, eine Maschine ist in Wien. Dann ist die Wien-Maschine kein Kandidat, um Daten zu klonen und kein Kandidat, um der neue Chef zu werden. Okay. Weil halt 10.000 Kilometer weit weg ist, kann ich ihm sagen. Ja. Okay, noch eine Frage irgendwer? Kannst du ja aussuchen. Ja, aber wahrscheinlich möchte ich nicht alles suchen, ja. Beziehungsweise was passiert, wenn man einen Master wegfährt und ich habe nur noch 2 Sekunden Application lag? Du hast 2 Sekunden Daten verloren. Aber das ist kein Problem im Sinne von, das Patroni egal. Patroni ist es egal, deiner App möglicherweise nicht. Ja. Patroni kann synchron, asynchron, und was Patroni tut, ist im Fehlerfall, downgradet er den Replikationsstatus, damit der App ist, auch wenn du nur 2 Maschinen hast. Okay? Gut, ja, kurze Demo. Bitte? Jetzt kommt der Rack. So, Source Patroni, da ist der Code. Ne? Das Erste, was wir jetzt machen, ist, wir starten den blöden Key-Value-Store. Gibt es halt mehrere davon. So. Und dann machen wir /Patroni. Bitte Leute, das ist Cheat-Klon. Ich habe nichts vorbereitet. Das ist nur Cheat-Klon. Da ist nichts dahinter. Starten wir dort das Ganze. Zack. Der weiß jetzt, der ist neu im System. Bootstrappt sich. Also da passiert jetzt ein InitDB. Ne? Er erzeugt die Instanz. Ist fertig. Ja, zeige ich gleich. Und I'm the leader with the log. Er ist der Chef. So. Jetzt gehen wir her. Ich mache das jetzt da rüben, damit man das sieht. Source patroni.patroni Postgres 1. Das ist das Zweite. Er weiß, er ist der Ding. I'm the secondary following the leader. Ne? Cluster ist oben. Wenn ich jetzt da den abbrich und der runtergeht, werde ich rechts sehen, er promotet sich selbst. Jetzt kommt gleich wieder Following the Leader. I'm the leader with the log. Sache ist umgezogen, Thema durch. Der kommt wieder zurück, hängt sich hinten ein. I'm secondary following the leader. Wenn ich der Meinung bin, ich weiß nicht, wie viel Zeit ich noch habe, das Ganze mit einem zweiten Cluster zu machen. Das Ganze möchte ich jetzt mit 3 Knoten machen. Mache ich diesen, zack, fertig. Schauen wir kurz in die Config. Um dem Ganzen ein bisschen Gewicht zu geben. Das ist der Cluster-Name. Das ist der Server-Name. Okay, das ist der Cluster-Name. Der Cluster-Name, ja, also wir sind, das ist der Cluster, das ist der Cluster. Das ist der Node-Name, das ist das REST-Interface. Das ist mein HD. Und dann sind eigentlich nur mehr Kommunikationssachen. Da steht die Postgres-Config drinnen. Da sind meine HBA-Regeln, das sind die Zugänge von außen, das ist mein Data-Verzeichnis und die Bind-Adressen, die Sache ist durch. Das heißt, wenn ich jetzt den Unterschied zwischen Knoten 1 und Knoten 2 mir kurz anschaue, sind nur IPs und Ports. Wir wollten noch einen dritten Knoten, gell? Das geht sich aus, weil ich habe noch eine Minute. Trying to bootstrap, der macht jetzt ein Base-Backup, zieht sich die ganzen Daten, bla 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 bla. Failed to start Postgres, ah ja, Log-Owner ist der, ja. Gut, ich habe jetzt irgendein Port war falsch, ich habe da irgendwas umgebaut, ja. Aber im Prinzip, haut sie runter, probiert es noch einmal, ja. Ich glaube, irgendein Port ist falsch, ich habe da gestern irgendwas umgebaut. Bitte? Gut möglich, ja, wurscht, ja. Aber ihr habt es auf alle Fälle gesehen, es hat ungefähr
20 Sekunden gedauert, um diesen 2-Knoten-Cluster aufzuziehen. Die Arbeit entsteht eigentlich im ADD, die Sachen einzutippen. Gut, ja, Fragen dazu? Ah, die müssen gleich sein. Also Minor Release ist okay, Major Release ist, müssen gleich sein. Das ist eine allgemeine Regel. Ist eine allgemeine Regel, ja. Ist eine allgemeine Regel, ja. Sonstige Fragen? Ja. Ja, dann daran anschließend, wie würde man dann das Update machen, jetzt mit den neuen Postgres 10 Features im Hinblick auf Logical Replication, oder was ist da? Da muss man dann einen Upgrade-Prozess fahren, also muss man mal die Daten rausziehen, also muss man Logical Upgrade machen oder wie auch immer man das dann halt das Upgrade macht, ganz normal, und dann baust du einen neuen Cluster. Ist war kein Hexenwerk. Sonstige Fragen? Cooles Zeugs? Ich glaube, spur einfacher Spacemaker, oder? Na gut, herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit.